Morgen, Dr. Watson. Ach, guten Morgen, mein Junge. Es war ein wunderschöner Sommertag, an dem ich mich zu einem morgendlichen Spaziergang durch die Stadt entschlossen hatte. Mein Freund Holmes hatte es vorgezogen, lange zu schlafen, weswegen ich mich allein auf den Weg gemacht und die milde Sonne des jungen Tages genossen hatte. Als ich bei meiner Rückkehr in die Baker Street gut gelaunt die Haustür öffnete, stürmte mir plötzlich ein unbekannter älterer Mann entgegen. Nanu! Oh, pardon, entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Das Leute gibt's. Ich ging sicher davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen neuen Klienten meines Freundes Holmes handelte und stieg gespannt auf den neuen Fall die Treppe zu unserem Apartment hinauf. Üblicherweise pflegte ein neuer Fall meinen Freund zu beflügeln und mit neuen Lebensgeistern zu stärken. Als ich unser Apartment betrat, traf ich ihn jedoch in einer ausgesprochenen, philosophischen, ja fast schon melancholischen Stimmung an. Guten Morgen, Holmes. Ein wunderschöner Tag heute. Wenn Sie es sagen, Watson. Ach, meine Güte, Holmes, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Oder sollte ich lieber fragen, wer? Sie haben meinen neuen Klienten also gesehen. Ach, das war ein Klient. Also der hat mich fast über den Haufen gerannt, als ich ins Haus gekommen bin. Was halten Sie von ihm? Ja, in der Kürze der Zeit ein recht bemitleidenswerter Mensch, würde ich sagen. Sieht ziemlich erbärmlich aus. Wie wahr, Watson, wie wahr. Bemitleidenswert und erbärmlich. Ist nicht unser aller Leben letztlich bemitleidenswert und erbärmlich? Ach, ganz philosophisch heute, Holmes. Ist seine Geschichte nicht nur ein Spiegel des großen Ganzen? Wir streben nach etwas. Wir ergreifen es. Mhm. Und was bleibt in unseren Händen am Ende davon übrig? Ein Schatten. Oder Schlimmeres noch als ein Schatten. Jammervolles Elend. Donnerwetter, Holmes. Der Mann hat Sie ja genau in die richtige Stimmung für einen sonnigen Sommertag gebracht. Sind Sie denn sicher, dass Sie seinen Fall übernehmen wollen? Ich bin seine letzte Hoffnung. Aha. Man hat ihn von Scotland Yard an mich überwiesen. Naja, so wie Ärzte gelegentlich ihre unheilbaren Patienten an einen Quacksalber überweisen, weil sie selbst nichts mehr ausrichten können und es dem Patienten ohnehin nicht mehr schlechter gehen kann. Was hat der Mann denn für ein Problem? Er hat geheiratet. Ach so, ja. Naja, das ist in der Tat ein schwerwiegendes Problem, Holmes. Aber nicht sein einziges. Mr. Josiah Amberley war Juniorpartner der Firma Brickfell and Amberley. Mhm. Man findet den Namen der Firma zum Beispiel auf Farbkästen. Sie stellt Farben und anderes Zubehör für bildende Künstler her. Mr. Amberley hat mit der Firma eine ganze Menge Geld verdient. Naja, und sich mit 61 vom Geschäft zurückgezogen. Ach, was Sie nicht sagen, ja. Aber sah gar nicht danach aus, als hätte er viel Geld. Das ist ein Teil des Problems, das es zu lösen gilt, Watson. Aha. Mr. Amberley hat sich ein Haus in Lewisham gekauft und sich nach einem arbeitsreichen Leben zur Ruhe gesetzt. Ein Jahr darauf hat er geheiratet. Eine Frau, die 20 Jahre jünger als er und wohl auch recht gut aussehend ist. Tja, Geld, Ruhestand und eine schöne junge Frau. Was will man mehr? Tja, was will man mehr? Und doch haben Sie die erbärmliche Kreatur gesehen, die eben dieses Apartment verlassen hat. Ja, also, was ist denn nun geschehen, Holmes? Die alte Geschichte, Watson. Ein verräterischer Freund und ein treuloses Weib. Ja, ja. Emily geht nur einem einzigen Freizeitvergnügen nach. Schach. Nicht weit von ihm in Lewisham wohnt ein junger Arzt, der ebenfalls Schachspieler ist. Sein Name ist Dr. Ray Ernest. Ernest hielt sich folglich häufig im Haus unseres Klienten auf und es entwickelte sich eine intime Beziehung zwischen ihm und Mrs. Amberley. Ach, was Sie nicht sagen. Tja, eine fast selbstverständliche Entwicklung, wenn Sie mich fragen. Sie müssen zugeben, dass unser unglücklicher Klient nur wenige äußerliche Vorzüge besitzt, was auch immer seine inneren Werte sein mögen. Das Paar hat sich letzte Woche mit unbekanntem Ziel aus dem Staub gemacht.
Ach, Holmes, wo ist in unserer Welt nur die Moral geblieben? Es kommt noch schlimmer, Watson. Die untreue Ehefrau hat fast alle Ersparnisse und sonstigen wertvollen Dokumente von Mr. Amberley zu ihrem persönlichen Gepäck erklärt. Nein. Und nun stellt sich die Frage, ob wir die Dame finden können. Können wir das Geld retten? Selbstverständlich handelt es sich hierbei, nach den bisherigen Beschreibungen, um keinen außergewöhnlichen kriminalistischen Fall, sondern um ein bedauerlicherweise recht alltägliches Problem. Aber für Mr. Amberley ist die Lösung dieses Falls lebenswichtig. Hat er denn keine Versicherung über das Geld abgeschlossen? Doch, doch, aber um Versicherungsbeiträge zu sparen, hat er nur einen Bruchteil der tatsächlichen Summe angegeben. Und mehr wird ihm die Versicherung auch nicht erstatten. Tja, der Mann ist ruiniert, wenn wir sein Geld nicht wiederfinden. Das ist ja alles entsetzlich. Und was wollen Sie in dieser Sache unternehmen? Die Frage ist momentan nicht so sehr, was ich unternehmen werde, sondern vielmehr, was Sie unternehmen werden, mein lieber Watson. Wie meinen? Ich? Wieso denn ich? Naja, weil ich Sie bitten muss, mir zur Hand zu gehen. Ah. Sie wissen doch, dass ich zur Zeit der Lösung im Fall der beiden koptischen Patriarchen auf der Spur bin. Ich hoffe, dass ich den Fall heute zu einem erfolgreichen Ende bringen kann. Allerdings bedeutet das, dass ich keine Zeit habe, heute nach Lewisham rauszufahren, um mich dem Fall von Mr. Amberley zu widmen. Dabei wäre eine Beweisaufnahme vor Ort von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Und warum fahren Sie nicht, wenn Sie den Patriarchenfall gelöst haben? Weil mich Mr. Amberley sehr dringend darum gebeten hat, dass noch heute jemand zu ihm nach Lewisham kommt. Ich habe ihm gesagt, dass ich zurzeit sehr beschäftigt bin. Und er hat sich daher bereit erklärt, meinen Stellvertreter zu empfangen. Sie, Watson. Ach, Holmes, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, ob ich Ihnen in dieser Angelegenheit wirklich eine Hilfe sein kann. Schließlich haben Sie oft genug meinen schlechten Blick für die wichtigen Dinge beklagt. Aber wenn Sie es wünschen, fahre ich natürlich gern für Sie nach Lewisham. Wundervoll, Watson. Sie fahren am besten sofort. Ich erwarte mit Interesse Ihren Bericht. Ich nahm den nächsten Zug nach Lewisham und erkundigte mich bei meiner Ankunft nach dem Haus von Mr. Amberley. Mr. Amberley war in Lewisham keine unbekannte Persönlichkeit und so fiel es mir leicht herauszufinden, dass sein Haus den Namen The Haven trug und wo es zu finden war. Fast jeder, den ich fragte, kannte ihn. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich bin auf der Suche nach einem Haus namens The Haven. Man hat mir gesagt, es befände sich hier in dieser Straße. Das Haus von Mr. Amberley? Ja, ja, ganz genau. Ja, gleich da vorne, das alte Haus. Haben Sie vielen Dank. The Haven war ein altes Haus, umgeben von einer moosbedeckten Mauer. Es stand mitten in einem jener modernen, monotonen Vorstadtviertel voller Backsteinhäuser und es schien, als würde es irgendwie nicht so recht in diese Gegend passen. Haus und Garten von The Haven waren ebenso heruntergekommen wie sein Besitzer, geradezu verwahrlost. Was mich überraschte, da Mr. Amberley doch bis vor einer Woche ein wohlhabender Mann gewesen war. Als ich mich dem Haus näherte, überfiel mich ein penetranter Geruch von frischer Farbe, der sich noch verstärkte, als Mr. Amberley mir mit Pinsel und Farbeimer bewarb.